fahren. Und dann urplötzlich der Motorschaden bei David Rudiman. Wie aus heiterem Himmel hat es den Motor komplett zerrissen, ein Riesenfeuerwerk. Und damit natürlich von Seiten NASCAR die nächste Gelbphase und die Möglichkeit für die Piloten, wieder Reifen zu wechseln und nachzutanken. Aber da ist so viel Reifenqualm im Cockpit, dass er eigentlich gar nichts mehr sieht, wo er hinfährt. Die machen sofort vorne auf, Feuerlöscher. Die Sache ist für heute erledigt. Und damit das Feld eingebremst. Wenn so ein Motor im NASCAR-Sport hochgeht, dann aber richtig, sind ja keine hochgezüchteten Spezialmotoren, sondern Stockblock-Engines mit 5,9 Litern. Ein Riesenfeuerball. Da sieht man auch die Aerodynamik hinten, die Verwirbelungen, was da so rauskommt. Spektakuläre Bilder, die uns hier geboten werden.